Oida, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe seit neuestem einen eigenen Pokestop zu Hause und viele haben mich gefragt, ja, wie habe ich das gemacht? Naja, und das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber davor, wie immer, vergesst nicht zu liken, kommentieren, zu abonnieren, falls ihr den Kanal und mich unterstützen wollt. Ja, und jetzt, wo der Stop durchgekommen ist, versuche ich hier in der Gegend mehr Stops reinzubringen. Nicht nur Stops, sondern auch Arenen. Und ich zeige euch mal hier so in der Gegend, was ich so geplant habe. Jeder, der Ingo spielt, kann ja mal dann seinen Kommentar hinterlassen, ob das durchgehen würde, durchkommen würde. Erster Stop hier, oder Stop oder Arena, weil ein Stop da hinten ist zu einer Arena geworden, weil mein Stop dazugekommen ist. Die nehmen wir auch noch gleich ein. Dieser Stein in der Mitte von diesem Ding, in dieser, keine Ahnung, wie nennt man das, wenn es so runter geht, sieht schon so aus, als könnte das ein Stop werden. Ich habe hier große Pläne vor, ich will hier eine Menge Sachen setzen, eine Menge Stops setzen. Ich habe auch viele Sachen gefunden, gesehen, die Potenzial haben. Die werde ich euch jetzt mal zeigen und danach sage ich euch genau, wie ich den Stop zu Hause bekommen habe. Aber die kurze Antwort ist durch Ingress. Also diese Wand könnte man doch irgendwie, das Mega ist ein Einkaufszentrum. Also erstmal könnte das Einkaufszentrum an sich ein Stop sein. Und dann natürlich hier diese Wand. Die andere Seite ist schon ein Stop, aber ja, die andere Seite hat eine andere Farbe und ist halt die andere Seite. Ich denke, das ist groß genug, dass das zwei Stops sein könnten. Ansonsten natürlich, wie gesagt, das Mega an sich. Und da vorne, innen drin, gibt es einen Brunnen. Das könnte ein Stop sein. Und davor gibt es einen Brunnen. Das könnte auch ein Stop sein. Und dieses Gerüst hier, wo so Pflanzen hochwachsen, das könnte, glaube ich, auch ein Stop werden. Und hier haben wir sogar ein Mewtwo. Ja, Tag, Graffiti. Das könnte auch ein Stop werden. So, willkommen an der Panzerwiese oder auf der Panzerwiese oder vor der Panzerwiese. Zeige ich mal einen Stop. Eingang des Naturschutzgebiets, okay, da hinten. Aber dieses Schild ist hier überall verteilt. Sprich, an sich kann jedes Schild hier doch zu einem Pokestop werden. Wie zum Beispiel der hier. Ist genau dasselbe Schild wie da hinten. Also wieso nicht? Und da hinten habe ich irgendwas entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Ich zoome nochmal. Also ich kann nicht zoomen, aber ich zeige nochmal drauf. Irgend so eine Metallstange mitten auf dem Feld. Das könnte auch ein Stop werden. Und dann dieser Baum hier. Moment. So. Dieser Baum hier. Das wären dann zwei Stops nebeneinander. Dieser Baum, den würde ich dann der einsame Baum auf dem Feld oder so nennen. Das ist echt nicht wirklich der einzige, aber zumindest hier in der Nähe der einzige Baum. Einziger Baum auf dem Feld, klingt doch okay als Pokestop. Keine Ahnung, ob sowas durchkommt. Fußballspielplatz, Fußballtor. Das hier ist auch so in der Grube, so wie vorhin der Stein. Also vielleicht macht das irgendwie ein bisschen besonders, wenn man es richtig beschreibt vielleicht. Da haben wir übrigens das Nerf-Video geschossen. War ein echt geiles Video, checkt das ab. Da haben wir auch noch was für Basketball, einen Basketballkorb. Vielleicht ja sowas auch. Dann habe ich hier noch diese Mauer, Graffiti-Mauer. Das könnte vielleicht auch ein potenzieller Stop werden. Jetzt sind wir hier bei mir zu Hause. Das ist ein Stop. Der Löwe hier ist ein Stop. Nee, das ist kein Stop. Das ist nur in Ingress. Aber es wurde nicht übernommen in Pokémon Go. Die Gondel ist eine Arena. Der Bootsteg war ein Stop. Jetzt ist es eine Arena. Die nehmen wir gleich ein. Und dann theoretisch diese Baumstämme könnte man doch auch irgendwie als einen Stop verkaufen. Diese Baumstämme sind ja nicht wirklich Bäume, das sind einfach nur Stämme aus dem Boden. Und dann hier wieder eine Wand. Und das sogar Schrift, also komm, schön wahr. Grammatikalisch sehr schlecht, passend zu meinen Videos. Nee, Spaß, aber das an sich könnte ja natürlich auch was werden. Problem ist halt, dass er direkt da dran und da dran und da dran und da dran. Deswegen wahrscheinlich da nichts. So, fertig. Wir setzen uns zum ersten Mal in die neue Arena. Passend dazu natürlich. Dreimal könnt ihr raten. Pinsier. Bam. Das Häuschen da, das ist zu dem neuen Stop von mir geworden. Diese Teile, die habe ich auch schon öfter als einen Stop gesehen. Das könnte man zum Beispiel einreichen. Oder diese Steinkonstellation da. Das hier vielleicht. Oder das da. Oder diese Holzdinger da, diese Reihe da.
Also hier könnte man schon ein paar Sachen, oder das alles als Spielplatz, könnte man angleichen. Wie gesagt, das Mega oder das hier, die U-Bahn-Station, der andere Eingang ist bereits ein Stop. Da könnte man den hier als U-Bahn-Dürferstraße Nord oder Süd oder sowas machen. Das hier vielleicht oder diese halbe Kugel da, die zerteilt wurde. Und da vorne ist auf jeden Fall ein Graffiti, das müsste eigentlich auf jeden Fall ein Stop werden. Okay, hier sind mehrere Läden, unter anderem ein Penny. Aber ich will nicht den Penny als Stop einreichen, sondern das Ganze hier als Ladenzentrum. Ladenzentren habe ich auch schon öfters gesehen und zufällig gleich daneben haben wir auch einen Stop oder eine Arena als Ladenzentrum. Und zwar Ladenzentrum an der Schleißheimer. Das könnte halt Ladenzentrum an der Golddistenanger sein zum Beispiel. Also da hinten sind zwei Schaukeln, die hatte ich im Visier, aber jetzt habe ich den Jungen hier entdeckt. Fußballspielender Junge, was weiß ich. Alter, das ist doch perfekt, Mann. Und dieser Spielplatz, also der garantiert, Alter. Alter, wenn man einmal anfängt zu schauen und zu suchen, findet man so viel. Man kann es gar nicht so gut erkennen, aber Schachfeld, da habe ich auch schon ein paar Stops gesehen, die Schachfelder sind. Das da sind die Steinschafe, das ist bereits ein Stop, aber das daneben ist ein Steinhund. Den könnte man rein theoretisch auch separat als einen Stop angreifen, oder nicht? Oder, diese Blumen, die sind gut. Die sind echt gut, Mann. Diese Blumen am Zaun. Weil da vorne, die Arena, die heißt Happy Family. Das ist auch sowas am Zaun, aber mit einer Familie. Und das sind einfach, ist einfach genau dasselbe, aber mit Blumen anstatt einer Familie. Also es gibt noch so viele und ich habe noch gar nicht überall geschaut. Das war echt der erste, zweite Blick erstmal. Ich gehe jetzt heim, dann können wir drüber gehen, wie man das Ganze eigentlich genau macht. Das ist mein neuer Homestop. Wie habe ich den bekommen? Wie gesagt, durch Ingress. Die Stoppeinreichung ist in Deutschland immer noch nicht verfügbar. Nur ein paar andere Länder, Deutschland aber nicht mit dabei. Ich denke, es wird auch noch eine Weile dauern, bis es halt in Deutschland verfügbar ist. An sich ist das mit den Stops ja nichts Neues. Das wird schon die ganze Zeit so gemacht, durch Ingress. Interessant ist es halt jetzt nur, weil es für mich ein Homestop geworden ist. Wir haben einen Kollegen jetzt geschrieben, ob er Bock hat, mal hierher zu kommen und sich das alles anzuschauen und dann einzureichen. So läuft's. Ingress-Spieler können das einreichen, ab einem gewissen Level. Ich überlege gerade, ob ich dazu nochmal ein spezielles, spezifisches Video mache, wo ich mir, keine Ahnung, irgendjemanden einlade, der Ahnung hat, der das selber sogar macht. Zum Beispiel Chaos Lady macht das. Sie hat auch ein Segment, das finde ich sehr interessant, habe ich ab und zu mal reingeschaut auf ihrem Kanal, wo sie Portale bewertet und dann entweder kommen sie durch oder kommen sie nicht durch. Was ein Portal heißt das Segment, glaube ich. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Also noch ein spezielles Video wird folgen, wo wir uns das ganz, ganz genau anschauen und vielleicht auch sogar einen Stop einreichen werden. Ist natürlich ziemlich chillig, ziemlich saftig. Ein Stop zu Hause, immer genug Items, immer genug Bälle, mehr Bergen, um die Arenen zu pushen, die ich auf Gold bekommen will. Und natürlich Geschenke, das heißt, ich kann jetzt mehr Freunde annehmen, mit mehr Freunden interagieren, mehr Leuten Geschenke schicken. Dementsprechend Teil 2 dieses Videos. Ich werde ein paar Leute aus den Kommentaren adden. Unter jedem Video eigentlich werden ständig die Freundescodes gespammt. Bitte addet mich. Manche schreiben echt was Witziges. Ich frage mich meistens, was das eigentlich genau bringen soll. Klar gibt es Leute, die halt gar keine Freunde haben, die noch zocken. Und auch niemanden in der Umgebung. Und dann addet man halt einfach irgendwelche Leute online. Aber die ganzen Leute, die den Code rein spammen, weil das ist echt gespamme, ungefähr 90% landet eh im Spam-Ordner. Das muss ich erstmal freischalten immer. Anstatt seinen eigenen Code die ganze Zeit rum zu spammen, kann man eigentlich einfach auf meine Videos gehen und dann die Codes der anderen einfach hinzufügen. So hat man genug Freunde. Macht wahrscheinlich keiner. Dementsprechend machen wir das mal und überprüfen, ob diese Leute tatsächlich jeden Tag Geschenke öffnen oder verschicken. Okay, wir haben jetzt hier die ersten 2 Codes von meinem letzten Video. Übrigens, hier kann man zwar meinen Code sehen, aber ihr braucht es gar nicht zu versuchen. Den ändere ich danach, bevor das Video online geht. So, der erste ist Rampi. Einmal adden bitte. Wird erledigt. Ich bin auch gespannt, welches Level die Leute so haben, die wir jetzt adden, die in meinen Kommentaren nach Freunden suchen. Einladung geht raus an ex-Rampi. Der zweite, er hat leider keinen Text dazu geschrieben. GameStop geht raus an L-Poke 2004. Wenn der 2004 geboren ist, Digga, dann haben wir einen sehr jungen Zuschauer. Nächster Kollege, BTZMB. Könnte ein paar Freunde gebrauchen. Freundschaftscode meiner Freundin. Dann adden wir wohl lieber die Freundin. Grüße gehen raus an die Freundin. 05. Ihr könnt die Leute natürlich auch gerne adden und schauen, was die so treiben. Und ihr könnt natürlich auch gerne
euren Code immer hinterlassen, weil die Aktion wird wahrscheinlich in Zukunft noch öfters kommen. Einladung geht raus an die Freundin. 250310. Okay. Okay, den Typen können wir auch adden. Einladung geht raus an Cyro Beats. Bitte adden. Alles klar, mach mal. Geht raus an Marlin Apippelt. Nächste Einladung. Drop D38. Ich habe jetzt vor allem beim nächsten C-Day eine Menge neue beste Freunde. Wenn man beste Freunde erreicht hat, hat man mit denen eh kaum noch Interaktion. Das heißt, dadurch kommen nochmal zusätzlich Plätze für neue Freunde. Viel EP und Geschenke. Das klingt doch gut. Einladung geht raus an Emma Braun 99. Der nächste Kollege, der Massi. Geschenk für Geschenk. Schauen wir mal, ob er sich an sein Wort hält. Einladung geht raus, Massi. Massi 92. Einladung geht raus. Viperine 1998. So, das ist doch nett. Er hat geschrieben, nettes Video. Wer will, kann adden. So, das finde ich immer gut. Leute, die noch was zum Video schreiben und dann den Code spammen. Weil manche Leute, die spammen einfach nur den Code. Die machen sich nicht mal Mühe, irgendeinen Text zu schreiben. Die kopieren das einfach. So, Einladung geht raus an Rolf Tomate. Roffeltomate. So, den letzten, den wir adden, das ist der Don. Wie gesagt, viele von diesen Sachen, die landen einfach im Spam-Ordner. Vor allem, wenn ihr nur die Zahlen habt, dann wird das sowieso, glaube ich, automatisch aussortiert. So, Don. Timu Maugert. Dann schauen wir mal, ob irgendeiner dieser Leute bereits angenommen hat. Wenn nicht, dann gebe ich euch morgen Update zu den Leuten. 4 Leute haben angenommen. Vor 2 Tagen aktiv. Er hat nur die Freundschaft angenommen, aber seit 2 Tagen nichts gefangen. Level 38, okay. 20.000 gefangen. Es gibt viele Leute, die sind schon längst Level 40 mit 20.000 gefangen. Rampi, direkt ein Geschenk geschickt und Level 40, Alter. 42.000 gefangen. Alter, ich hätte nicht erwartet, Level 40er in meinen Kommentaren zu finden, der nach Freunden sucht. 250310, das ist die Freundin. Und Roffeltomate, Level 23, okay. Ich hätte, um ehrlich zu sein, mit sehr vielen 23ern so im 20er-Bereich gerechnet. Das soll jetzt nicht irgendwie abwerten oder arrogant klingen. Aber zum Beispiel Level 40er sind meistens eigentlich Leute, die haben eine starke Community, die kennen eigentlich viele Leute, die raiden viel, die sind viel unterwegs. Denke ich mir, stelle ich mir halt so vor. Dementsprechend haben die eigentlich immer viele Freunde am Start. Ja, mal schauen, was die anderen treiben. Hier kommt wahrscheinlich so ein Schnitt. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Ja, das war's. Ich habe jetzt einen eigenen Pokéstop zu Hause. Überraschenderweise drehe ich ihn gar nicht so oft. Ich habe mir echt vorgestellt, dass ich ihn durchgehend andauernd drehe. Also ich drehe ihn schon oft, aber nicht durchgehend. Hatte mir echt mehr erwartet. Aber ist natürlich super saftig. Wie gesagt, demnächst noch ein Video, wo wir das genau durchgehen, wie man einen Stop bekommt. Und wir machen das auch mal an einem Beispiel. Und dann schauen wir mal, ob dieses Gebiet hier mal aufblüht und hier mal ein paar Stops und Arenen noch mehr reinkommen. Ich bin da echt gespannt, ob das funktioniert. Weil ihr habt es gesehen, ich denke, da sind ein paar gute Kandidaten mit dabei. Zweite Sache, ich kriege gar nicht so viele Geschenke wie erwartet. Also ich kann jetzt nicht einfach die Liste voll machen mit 200 und da Geschenke rausballern. Ich kriege wahrscheinlich so 10 bis 15 Geschenke mehr als sonst. Sprich, 10 Leute kann ich mal adden. Die Leute, die ich geaddet habe, da waren ein paar Überraschungen dabei. Da waren 40er dabei, 39er waren dabei. Aber auch so ein paar um die 20 herum, das, was ich so erwartet hatte. Sind aktiv, haben mir Geschenke geschickt, haben Geschenke geöffnet. Die werde ich durchziehen bis beste Freunde. Ein paar, die haben jetzt weder ein Geschenk geöffnet, noch mir eins geschickt. Also die werde ich wahrscheinlich... Ich gebe denen noch ein paar Tage und wenn da nichts passiert, dann lösche ich die einfach. Abgesehen davon, irgendwann demnächst adde ich mal wieder ein paar Leute. Also ab und zu könnt ihr mal den Code reinspammen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.